Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns heute hier an der Klosterruine Heisterbach. Und die Ruine blickt auf eine sehr, sehr lange Geschichte zurück, die im Jahre 1192 damit begann, dass sich hier Zisterziensermönche angesiedelt haben. Es hat allerdings noch 10 Jahre bis zum Jahre 1202 gedauert, ehe die Bauarbeiten zu dem Klosterkomplex angefangen haben. Und die gingen ein bisschen schleppend voran. Es dauerte bis zum Jahre 1237, ehe dann das, was wir hier im Hintergrund sehen, quasi das Herz des Klosters, die Abtei mit dem Apsis, das ist der Halbrundgang, quasi fertiggestellt worden sind. Und es dauerte dann noch bis zum Jahre 1327, ehe das gesamte Klostergelände, von dem heute quasi nichts mehr übrig ist, dann fertiggestellt wurde. Und zu den besten Zeiten hat es eine Länge von 88 Metern und eine Breite von 44 Metern gehabt. Es war also nach dem Kölner Dom das zweitgrößte kirchliche Gebäude, was man zu der Zeit finden konnte. Ja, dann ist lange nichts passiert bis zum Jahre 1650. Da hat dann die Kirche die Pontifikalien mit Stab und Mitra erworben. Und damit hatten sie die nötigen Insignien, um kirchliches Recht auch geltend zu machen. Auch dann passierte lange Zeit erstmal wieder nichts, bis im Jahre 1803 im Rahmen der Säkularisation jedes kirchliche Gebäude inklusive des Klosters Heisterbach in die Staatshand übergegangen ist. Und der Staat wusste damit nicht so recht, was anzufangen, hat es nach und nach dann quasi versucht zu verkaufen. Aber erst im Jahre 1809 war es dann wirklich so weit gewesen, dass man, ich sage mal, aus Verzweiflung das an einen französischen Abbruchunternehmer verkauft hat, der das gemacht hat, was er angekündigt hat. Er hat das Kloster nach und nach abgerissen, um die Materialien für andere Bauwerke zu verwenden. Ja, seitdem wurde es dann halt immer zurückgebaut. Im Jahre 1820 kam noch ein Klostergarten hinzu, im Jahre 1840 ein Mausoleum. Mal sehen, ob wir das heute auch noch finden werden. Und ja, seitdem ist es halt zurückgebaut worden und wahrscheinlich wäre auch dieser Rest, der Kern, nicht mehr da gewesen, wenn nicht im Jahre 1908 die Celestinen hergekommen wären und gesagt haben, das gefällt uns so sehr, wir kaufen es wieder zurück und das klösterliche Leben hier dann wieder Einzug erhalten hat. Die haben das dann ungefähr 100 Jahre gehalten, bis zum Jahre 2008. Dann lebten nur noch 13 Ordensschwestern hier, haben das Gebäude aufgegeben, natürlich mit Rücksprache mit der Kirche, einfach so. Und schon vorher, aber besonders seitdem, kümmert sich die Stiftung Heisterbach liebevoll um das Gebäude und das ganze riesige Klostergelände, was hier damit zusammenhängt. Wir wollen, dass das klösterliche Leben dann für alle Leute wieder hier erlebbar gemacht wird und hat es deswegen für den Publikumsverkehr geöffnet. Das ist alles ganz interessant. Die Frage ist aber, warum sind wir heute hier? Es gibt eine oder zwei, je nachdem, wie man es sehen möchte, Sagen von Geistererscheinungen. Das erste ist ein Mönch, der so lange umgehen soll, bis der letzte Stein verfallen ist. Und das zweite ist ein Mönch, der genug Beben vor den Altar gesehen wurde. Erstere soll besonders bei Gewitter auftauchen. Heute war es so Halbgewitter angesagt, ist aber nicht eingetreten, wird höchstwahrscheinlich auch nicht, auch wenn es knallend warm ist. Und ja, wir sind am Tag hier, es ist viel Publikumsverkehr. Wir werden deswegen heute auch nur so ein bisschen die Grundlagenforschung machen, die Grundmessung, und schauen, ob wir quasi irgendwas dokumentieren können. Aber 1,5 Kilometer südwestlich von hier befindet sich noch eine alte Kirche, die wohl verfallen ist. Und wir schauen mal, ob wir die finden und quasi in den Gang gleich mitnehmen, ehe wir dann quasi irgendwann versuchen, nachts nochmal herzukommen, um die Investigation noch einmal dort durchzuführen. Wir wünschen euch viel Spaß. So, wir fangen mit der Grundmessung mal an. Der Jan hat schon das Hum und das K2. Hat sich das Hum schon ein bisschen eingestellt? Ich habe gerade ein bisschen gewedelt schon, aber ich mache es einfach nochmal. Ihr seht das K2, da ist nichts. Ne, das würde man auch direkt sehen. Also das ist, die linke Diode ist ein bisschen schwach, aber genau. Das ist, glaube ich, kann ein bisschen gut neigen, weil da ist so eine Sonne drauf. Also 77% ungefähr Luftfeuchtigkeit, das tangelt sich immer so ein. Bei so 22 bis 23 Grad. So, und man sieht, das bewegt sich jetzt nicht mehr alles. Die Luftfeuchtigkeit geht gerade noch gut runter. Ja, das geht halt immer hoch und wieder runter. Ne? Also. Ja, die Tendenz ist gerade nach unten. Ja, also man sieht hier, es sind noch die Reste der Klosteranlage, von wie es mal früher war, bevor es quasi abgebrochen wurde. Da fangen wir natürlich jetzt an zu schauen. Ihr werdet auch gleich sehen, der Stein hier draußen ist vom Bau her anders als die, ich sag mal, späteren Sachen. Sieht aus, als wenn das mal renoviert worden wäre. So, und wenn man hier schon mal sieht von der Architektur, sieht man hier gut, wo die Ranken hochklettern. Links ist halt noch etwas älter von Bauweise und rechts sieht man, es wurden da neuere Steine verwendet, die auch größer sind und vor allem ebener, also die quasi passend geschliffen wurden.
während links quasi noch die etwas älteren Reste sind. Man sieht auch, dass es ziemlich hoch ist. Ja, diese kleinen Einkerbungen hier, vermuten wir mal, dass das, hat der Jan auch schon vorhin gesagt, quasi Standplätze für Reliquien waren oder andere, sag mal, christliche Sachen, Statuen, kleine Figuren und so weiter. Der Jan geht hier schon rum. Ich bin jetzt zwar nicht immer ganz bei ihm, aber er wird, wenn was ist, wird er auch schreien. Man sieht hier im Dunkeln nebenbei auch ganz gut, was der Jan versucht hat, dahin zu zeigen, dass das K2 läuft. Genau. Das andere ist halt sehr abstrahlend, das blendet eher. Ja, im Dunkeln ist das Schwache hier gut und im Hellen eigentlich das Starke. Hier haben wir quasi gerade den Mischmasch. Auch das Fenster, ne? Der Aufbau ist relativ einheitlich. Wir haben hier quasi diese Gewölbe, die typisch für diesen Apsis, also diesen Halbraum sind. Und ja, in der Grundmessung gehen wir jetzt quasi hier ab. Hier sieht man auch an der Wand, hier war, wo man es befestigt. Das war aber bestimmt später dazugekommen. Das ist farblich nämlich abweichend. Sieht ziemlich neu aus hier. Mhm. Das ist hier auch, da haben sie auch ihren Stein man sieht auch, wie, dass der Stein halt, wie gesagt, variiert. Gesundheit. Dass hier diese Übergänge waren, die wahrscheinlich später nachträglich eingebaut wurden. Merkt man halt gut, wo die alten Steine, die uneben sind und die Klappen aufeinandertreffen. Das ist auch da. Die haben erst das mit Holz ausgekleidet und dann einfach Beton drauf geklebt. Genau. Also schwer zu sagen, was von dem Gebäude komplett neu und was alt ist und wie alt vor allem. Wobei den Säulen bin ich halt unsicher, wie alt die sind. Die sehen auf der einen Seite sehr fein bearbeitet aus. Kann auch sein, dass die vielleicht später noch dazugekommen sind. Kann ich nicht genau sagen. Interessant finde ich, da oben ist anscheinend das mit Draht gestützt. Aber was ich auch interessant finde, ist der Übergang zwischen, du hast diese, wenn du mal schaust, Jan, du hast hier diese, das sind jetzt mal moderne Steine, dann kommen diese alten und hier oben ist nochmal eine andere Steinart verwendet. Mit dem Halbkreis. Das sieht mir aber aus wie ein ausgebessert. Ja, ja, das sieht anders aus. Ich weiß noch nicht, das sieht sehr bröcklich aus, ein bisschen wie Sandstein oder sowas, aber ich glaube nicht, dass das Sandstein ist. Lädt, hält sich das ja selber. Ja, natürlich, natürlich. Nicht wundern, wenn wir ab und an mal einen komischen Schwenk machen. Das liegt daran, dass wir natürlich nicht irgendwelche Besucher hier filmen wollen. Wenn man aus dem Fenster rausschaut, sieht man nebenbei, wo wir auch gleich noch mit hingucken, ein wahrscheinlich sehr, sehr alter Friedhof. Man sieht da schon die Kreuze. Da gehen wir quasi aber jetzt gleich einen Anschluss hin, nachdem wir das Kloster an sich hier durch haben. Aber da vorne, das ist, glaube ich, das Original noch. Die Deckenfresko? Die Deckenfresko, das ist Original. Ja, man kann aber kaum was erkennen. Die restauriert wurde. Ja. Die ist komplett nicht. Nee, deswegen, man sieht quasi die Hälfte. Ja. Man sieht noch so ein paar alte Zeichnungen quasi als Fressen dran. Das, was grün ist, anscheinend wie ein Gebäude. Hier kann man gar nichts mehr erkennen. Da rechts, was immer das sein soll, das sieht aus eigentlich wie ein fünfzackiger Stern oder sowas mit Kreisendungen. Deswegen, also, baulich ist das Gebäude insgesamt interessant, aber natürlich mit wiederholenden Elementen, die halbkreisförmig angeordnet sind im Apsis. Das Problem hier ist allerdings, wie gesagt, dass man einen kleineren Teil der älteren Architektur halt aufgefüllt hat mit restauratorischen. Man sieht auch hier, ist es dunkel, also höchstwahrscheinlich ist das, vermuten wir mal, Feuchte. Ja, hier sieht man es auch vor allem gut. Hier hat sich schon an den Gewölbebereichen quasi Algen gebildet. Die Steine sind grün. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, die sind nicht original, oder? Das sind, obwohl, bist du sicher? Die sind so wunderbar glatt und quasi unberührt. Bis auf ein paar kleine Schäden, ich weiß es nicht. Also ich würde fast schon sagen, die sind... Nee, guck mal hier, wenn du so siehst, die sind gegossen. Das siehst du komplett. Weil sie so schön einheitlich sind, meinst du? Ja, die sind gegossen. Ja, sag mal so, als guter Steinhauer kriegst du auch hin, aber schwer. Die Abschürfung bzw. die Absplitterung, wo das Füllmaterial nicht ganz reingelaufen ist.
Hier drinnen müsste sich ja entweder die Temperatur und oder die Luftfeuchtigkeit ändern. Was haben wir da hier drin so? Oh, ist 79 fast. Es geht wieder ein bisschen runter. 78. Ja, die Temperatur 21 Grad, okay, ungefähr. Das ist halt ein bisschen kühler. Ist halt nicht mehr so prall in der Sonne, das ist halt schön schattig. Ja, ja, klar. Ja, da müsste sich natürlich wieder ändern. Da kommt ja auch mal ein bisschen Sonne rein. Ja, man sieht auch hier, wie von oben nach unten quasi der Stein teilweise ausgewaschen wird. Auch rechts sieht man es besonders gut. Hier glaube ich, dass das nicht nachträglich reingeritzt wurde, oder? Das könnte... Das kann ich nicht genau sagen. Die Schnitte sind auf jeden Fall sehr glatt. Wo? Lesen kann ich es eh nicht. Das Problem ist wirklich, ja. Hier ist auch noch was, ein A. Das sieht mal aus wie ein Originalstein hier. Ja, der Stein sieht original aus, aber ob das geritzt original ist? Ja, das ist. Kann auch meinetwegen ein Zeichen des Steinmetz gewesen sein. Oder ja, ja. Wenn die Steine dann verkauft hat, muss er hier markieren. Ja. Ja, hier unten sieht man auch ganz dunkel. Ja, hier riecht es auch motrisch entsprechend. Könnte sogar Schimmel sein, ne? Ja, hier sieht man auch noch so einen Bogengang, der nachträglich war. Wahnsinnig nicht. Entweder war es wirklich mal sehr viel tiefer. Man hat hier aufgebaut, glaube ich aber nicht. Hier war mal ein Bogengang. Und jetzt sieht der Innenbereich aus, wo höchstwahrscheinlich der Altar fast eigentlich wie, als wäre für eine Bühne aufgebaut. Ja, die Westseite scheint ein bisschen feuchter zu sein. Oder? Nee, sogar Südseite hier, Südseite. Ich weiß leider nicht, wie das Ding hier liegt, deswegen keine Ahnung. Ich kann mich an der Sonne orientieren. Ja, mittags ist. Ich habe die Sonne nicht gesehen. Das ist die Frage, war das hier mal ein Ausgang? Das führte mal höchstwahrscheinlich, wenn man weitergeht. Oder halt zum Friedhof, ne? Man führt links, kommt man dann zum Friedhof und hier rechts war ja noch so Teil vom Gebäude. Ich glaube, das war nur ein Ausgang. Also es müsste man hier noch Reste sehen. Oder es wurde so weit aufgeschüttet, dass man den Rest nicht mehr sieht. Auch das ist eine Möglichkeit. Ja, wahrscheinlich. Das muss aber gut befestigt gewesen sein, die Tür. Weil das ist halt ein Schwachpunkt. Ne? Ja, natürlich. Boah. Das ist so porös. Ich mache jetzt mal ganz vorsichtig, wenn man sieht. Das hier könnte wirklich Sandstein sein. Oder nur Sand. Das ist eher so ein Sandmörtel, der da reingekippt wurde, siehst du doch da. Aber mit Ranken gewachsen sieht sowas immer toll aus. So, und hier ist, wo wir vermuten, wo der betende Mönch gesehen werden soll. Wahrscheinlich nachts. Ich frage mich nur, dieser Boden hier, ich weiß nicht, das ist fast so wie eine Eventbühne aufgebaut, aber kann ja schlecht sein. Ja, die Figur hier, soll das die Mutter Maria sein, die die Kinder beschützt? Vermutlich, ne? Die Kirche hieß ja auch mal eine Zeit lang Maria und St. Peter, allerdings sehr, sehr lange her. Vermutlich war hier auch mal der Altar. Ja, die Löcher führen nur nach innen wieder. Wir können jetzt theoretisch einmal außenrum noch mal gehen, ne? Ja, würde ich vorschlagen. Hier sieht man auch schön noch mal die Steinstruktur. Aber das ist alles hier befestigt mit Zement. Da wird, glaube ich, nicht mehr viel sein. Da hat man wahrscheinlich einfach die Steine, die noch da waren, so weit befestigt. Hier haben wir einen alten Friedhof. Ich vermute mal alt. Gucken wir mal. Anno 1700, man weiß also nicht genau, wann das war, meistens. Schwer auch zu lesen, was draufsteht. Der Elfpastor, Pfarrer? Meister, der ehrsame Meister Peter Schlosser. Okay. Beruf war ein Programm, war. Meistens früher, ja. Ja, meistens. So, was haben wir hier?
Das ist sehr alt, man kann gar nichts mehr drauf erkennen. Nee, da habe ich auch gar nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwie Josef, ist hier da drauf, oder? Okay, ich kann. Wo hast du. Hier oben? Ja, O-S-E-R. Weißt du, man könnte das lesbar machen, indem man eine Farbe drüber kippt. Das lasse ich aber. Oder hier hinten, guck mal, Totenkopf. Das hast du ja mal auch schon gesagt. Da habe ich auch nachgeschlagen. Das sind manchmal Gräber von Pesttoten. Naja, ich weiß auch nicht, warum die Absperrung ist. Ich vermute mal, dass hier allgemein das was begraben ist, auch wenn da nicht überall Grabsteine sind. Da wird auf jeden Fall was sein. Das wird wahrscheinlich ein größerer Friedhof sein, wo die ganzen Grabsteine schon A, entweder verfallen sind, B, zerstört wurden oder C, abtransportiert worden und das Baumaterial irgendwann wieder benutzt. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen der Friedhof der alten Pfarrer, Mönche etc. gewesen. Kann gut sein. Ach, hier, ja. Sieht auch uralt aus. Ja, ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht so betreten, aber wir müssen jetzt einfach einmal kurz ran. Ich versuche mal es zu lesen, aber echt schwer. N ist oben. Oben steht Anno. Dann wird es schon schwer. Unten ein R, ein A, ein R, ein F. Ich kann es echt nicht lesen. 1119. Ja, könnte sein, ja. Ach, es ist, also seht, die sind schon echt alt. So alt, dass man es nicht mehr lesen kann, was es ist. Ich kann aber auch sein, dass das irgendwie ein I oder L oder was. Ja, ja, es können auch Buchstaben sein. 9.11. Also ihr seht, wir raten. Also raten ist nicht Wissenschaft. Okay, dann machen wir kurz einmal den Link noch hier. Ja. Auch hier nicht wirklich was zu erkennen. Aktivität haben wir bei auch bisher bei keinen. Aber das ist auch erstmal nicht zu erwarten, dass. Nee, aber wir haben ja angeblich einen Mönch, der sein Grab aufsucht. Ja, aber wenn er jetzt eh nicht da ist, ne? Nee, das wissen wir ja nicht. Natürlich zu erwarten, dass das nachts eher passiert. Auch ein sehr schön gestalteter Grabstein mit dem Herz in der Mitte. Gefällt mir ja persönlich sehr. Da das ganze Gebiet abgesteckt ist, wird höchstwahrscheinlich das, wie gesagt, ein kompletter Friedhof mal gewesen sein. Aber die Grabsteine, die weiter hinten sind, sind alle schon weg. Wo man ein bisschen, wenn man guckt, sieht man ja einzelne Steine, einzelne große Steine noch liegen. Könnte sein, dass hier einfach ein paar umgefallen sind und einfach wieder bewachsen. Ja, deswegen, hier ist ja auch flacher, da ist ja quasi hügelig. Das ist, sagt so die Sage eigentlich, dass hier ein Geistermönch umgehen soll, konjunktiv. Ja genau, da ist also dieser Mönch durchgegangen, er hat gedacht, er wäre einen Tag unterwegs gewesen, war dann Jahrhunderte weg. Ja genau. Ist dann abends wieder da. So, wir sind ein Stückchen weitergegangen, auf dem Weg an einen anderen Platz. Man sieht hier noch einen Rest der alten Mauer. Die Mauer läuft ja auch nach links noch weiter. Und was der Jan gerade gesehen hat, das Gitter ist nicht einfach nur so da, sondern hier geht es irgendwo tief runter. Also hier kommen wir definitiv nicht rein und wir werden hier garantiert auch keine Erlaubnis kriegen reinzukommen. Aber spannend ist das schon. Boah, das ist dunkel da drunten. Also ist da eine Treppe zu sehen? Weil die schon komplett mit. Guck mal, die ist schon. Vielleicht, wenn es da mal eine Treppe gab, ist da eine schräge. Ja, ist, glaube ich, eine Stufe. Das sind zwei, drei Stufen, aber die sind ordentlich mit. Ja, Bewuchs ehemaligen Zug. Guck mal, da hinten, siehst du das? Nee, ich sehe nicht viel. Das Messer winkelt sich, glaube ich. Ich glaube. Das ist eine Wand, oder? Aber da ist richtig viel Müll drin. So, hier ist noch eine kleine Kapelle, die aber eindeutig später im Baujahr ist. Nachträglich gebaut wurde, man sieht es auch am Stil. Da gehen wir auch nicht rein und versuchen es auch gar nicht. Ah, hier steht sogar Herz-Jesu-Kapelle. 1947 erbaut, da steht es ja. Bis 1997 dient die Kapelle als Leichenhalle für die verstorbenen Ordensschwestern, also das waren ja die Zelitinnen, der seit 1919 Heisterbach ansässigen Ordensgemeinschaft. Von hier wurden die Schwestern zu dem nahegelegenen Friedhof auf ihren letzten Weg begleitet. Die Herz-Jesu-Kapelle ist heute Ausgangspunkt eines 14 Stationen umfassenden Mosaikkreuzweges, der vor dem Mausoleum endet. Das heißt, wenn wir jetzt weiter hier lang gehen, kommen wir beim Mausoleum raus. Erste Mosaik, ne? Ja. 13 Stück sollen sein, das ist wahrscheinlich Nummer 1. 14 genau. Stück sollen sein, ist Nummer 1. So, hier ist der zweite Mosaik. Und hier sehen wir den Mosaikweg. Wir machen aber kurz noch einen Schwenk. Hier haben wir noch so einen kleinen Teich entdeckt. Ob das vielleicht früher mal eine Verbindung? Könnte eine Verbindung sein, ja. Genau. Das könnte gut sein. Vielleicht zum Gewölbekeller, zum Wasser, wenn die Wasser hier geschöpft haben und unten vielleicht irgendwas angebaut haben oder irgendwas verwaltet haben. Vielleicht haben die auch einen Brunnen innen befüllt, keine Ahnung. Ja, das könnte sein. Wenn du mal schaust, guck mal, hier ist auch eine Verbindung gewesen zwischen diesen zwei Bereichen. Das war ja früher nicht zum Baden gedacht. Nee, das war vielleicht für die, wirklich für die Verbesserung. Bewässerung. Für die Bewässerung. Ja. So, dass man vielleicht dann wirklich, wie gesagt, Zisterne das benutzt hat und dann durch den Schacht oder so dann vielleicht das Wasser dann reingeleitet hat zu den ganzen. Könnte ja mal so ein Obsthain gewesen sein. Es war hier ja 1820 wurde ein riesiger Garten angelegt. Ja, sieht man. Schaut man die verschiedenen Blumen an, die hier drumherum sind. Die sind ja nicht alle typisch. Ich meine, die sind heimisch, aber du siehst sie selten in Natura so. Warum denn lustig?
zu laufen, würde Eckbert sagen, dass er am dritten Mosaik angelangt ist. Sehr gut. Wo wir Jesus auf dem Kreuzweg sehen. Das vierte Mosaik ist immer noch der Kreuzweg, aber hier wird ihm ja geholfen. Ich dachte, er wird betrauert. Das stimmt. Von Heiligenstein könnte es auch die Mutter Maria sein, aber was soll das bedeuten? Generalleutnant Friedrich Kurt von Hobe und seine Frau Sophie Therese waren mit der Grafenfamilie zur Lippen-Biesterfeld befreundet. Sie starben in Köln, der letzte Dienststelle des Generalleutnants wurde aber nach ihrem Tod im Jahr 1822 auf dem Klostergelände beigesetzt. Ihr Graben ist seitdem fester Bestandteil der romantischen Ausstattung des Landschaftsparks. Ja, es sieht doch nicht schlecht aus. Extravagant. Ja, interessant auf jeden Fall. Sieht so ein bisschen aus wie mehrere Bäume, die nur als Stummel dort stehen würden, also quasi als Stumpf. Ja, was bedeutet das natürlich, weiß ich auch nicht. Ach, hier ist die Stelle, die ich vor uns meinte. Hier wird ihm geholfen beim Tragen des Kreuzes. Ja, da vorne wurde er noch betrauert. Ja. Ist das jetzt schon, wo die Wunde ihm zugefügt wurde? Nein. Dann wäre das Leichentuch. Ist es nicht. Okay. Er wurde einfach nur, er schwitzt ordentlich beim Straufen, ist schon ordentlich kaputt. Dann kommt die arme Frau und sagt, Heiland! Und geht wieder. Also sie hat ihn quasi den Schweiß abgeputzt. Hier geht's weiter, das Kreuz sieht ja ein bisschen komisch aus, aber wahrscheinlich, weil es da hinten natürlich in der Länge fehlt. Okay. Ach ja, hier ist nebenbei die Mauer, die um das ganze Objekt drumherum führt und die wahrscheinlich auch so alt ist. Ja, auch hier weiß ich nicht. Also es gibt ja mehrere Stationen auf dem Kreuzweg. Anscheinend ist es hier, wo er andere auch betrauert. Aber wie gesagt, da stecke ich nicht so tief in der Mythologie drin, dass ich das mit Sicherheit sagen kann. Gerne darf das jemand, der das besser weiß, mal in den Kommentar reinschreiben. Insgesamt finde ich das ja spannend. Ja gut, hier geht es langsam zum Ende zu, es wird immer anstrengender. Eigentlich auch ziemlich mies, jemanden sein eigenes Kreuz schleppen zu lassen, bis er dann gekreuzigt wird. Das ist auch eine Strafe, ne? Ja. Oh, der Mönch von Heisterbach, der hat so einen eigenen Stein. Da ist die Tür. Ein Tag ist vor den Herren wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Eine Legende über die Realisation von Raum und Zeit. Dieser Bibelvers ging den gelehrten Mönch Markus nicht aus dem Kopf. Grübelnd und zweifelnd soll er das Kloster durch diese Tür verlassen haben. Erst 300 Jahre später kehrte er zurück. Die Klosterwelt erkannte er kaum mehr wieder. Dieser Legende widmete der aus Königswinter stammende Lyriker Wolfgang Müller das Gedicht Der Mönch von Heisterbach, seine Botschaft, Gott ist erhaben über Raum und Zeit, gilt bis heute. Allerdings ist das nicht das, was wir direkt suchen. Weil unser Mönch soll ja eigentlich was anderes machen. Aber okay, sollte man vielleicht mal ein Bild haben. Die Tür ist ja eh zu und führt ja eigentlich wirklich auch nur nach draußen, wie das da steht. Ja, hier entkleidet er sich wohl gerade und macht sich bereit, gekreuzigt zu werden. Ja, hier ist schwer wieder zu erkennen. Klar, das ist wieder Jesus. Ja, wieder angeschlagen, siehst du doch. Ja, oder ist ein Hammer da oben, ne? Ja, genau, also das ist der Moment, wo er wirklich die Nägel kriegt und gekreuzigt wird. Ja, hier hängt er schon und seine Mutter trauert. Aber der ist noch nicht tot. Siehst du, guck mal, da guckt er gerade noch. Ja, ja, das dauerte ja ein paar Tage. Ja, ja. Ist das vielleicht sogar... Nee. Obwohl hier oben ist, glaube ich, Blut, oder? Ja, natürlich. Und das hier ist das sind die Rippen, weil er schon so abgemagert ist. Ja, das Blut sind ja die sogenannten Wund... Blut hier. Ja, das sind die sogenannten Wundmale Christi. Ich komme gerade nicht auf den richtigen Namen. Warte mal, das ist Stigmata. Ja, genau, Stigmata, die ja manche tatsächlich angeblich bekommen haben sollen. So, was haben wir hier? Er wird vom Kreuz runtergeholt, ne? Wird betrauert. Genau. Ja, und das ist wahrscheinlich die letzte Station, hier ist es vorbei. Ah, ist er dann tot. Ich habe nicht mitgezählt, wie viel waren es? So, wir haben es geschafft bis zum Mausoleum. Das ist dieses schöne Gebäude hier. Und passend dazu gibt es natürlich hier auch wieder Text. Das heutige Erscheinungsbild des Klostergeländes hat Graf Ernst zur Lippe-Biesterfeld in erheblichem Maße mitgeprägt. 1820 erwirbt er das Klostergelände und veranlasst den Umbau zum englischen Landschaftspark. Das ist das, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Der Graf zur Lippe-Biesterfeld ließ 1840 ein Mausoleum nach dem Vorbild einer neugotischen Waldkapelle für seine Familie errichten. Die Fassade geht auf die Entwürfe des Kölner Dombaumeisters Ernst Friedrich Zwirner zurück. Die Waldkapelle wurde mit Blickrichtung auf die mit dem Ausbau des Landschaftsgartens angelegten Teiche in den Berghang eingelassen. Bis auf die Giebelfront und einen Teil der Seitenwände besteht das Mausoleum aus Stenzelberger Latit. Also die Teiche sind erst im Nachhinein dazugekommen, gehören nicht zum ursprünglichen Klostergelände. Und ja, das ist das... Von den Wappen kann man leider aber auch nicht mehr viel erkennen, muss ich gestehen. Sieht blanko aus.
Wir haben ja ein paar Fachwerkgräber gerade gefunden. Wir sind einfach eigentlich quasi fast aus dem Mausoleum hochgelaufen. Ja gut, ist rechts von uns. 15 bis 92, 2 bis 87 und dann hinten. Ja, der Rest ist halt schon ein bisschen alt auch. Prälat. Ja, und der hier, der scheint ganz alt zu sein. Auf jeden Fall sehr verwittert. Ja, und oben machen wir einen kleinen Schwenk hoch. Wir schauen trotzdem sicherheitshalber jetzt nochmal, ob hier irgendwie eine Abweichung ist. Weil es dann doch ja ein sehr geistlicher, spiritueller Ort ist. Der damals bestimmt auch oft genutzt wurde. Ich weiß nicht, wenn ich hier. Ich meine, das ist ja fast so wie so eine Sitzecke. Ne? Du kannst ja jetzt hier sitzen und kannst dir dein Gebet nachgehen in dem Sinne. Ne? Also, ja, vielleicht ist das, was da vorne, wo der Leon auch gerade ist, ein Altar mal gewesen. Kann gut sein. Ich meine, hier bist du für Natur verbunden. Ja, und hier ist dieser Altar. Oder wir nennen es mal Altar, wir wissen nicht, was es ist. Doch, die haben sogar auf einer Seite extra die Steine kürzer. Okay. Links guckst. Ja. Damit man da auch vernünftig vorstehen kann. Ja, stimmt. Bevor die Treppe hier war, ne? Also hier sehen wir nochmal die wunderbare Landschaft. Eigentlich können wir direkt hier Urlaub machen, aber ich glaube, die Leute wollen wieder weg irgendwann. So, jetzt schauen wir uns mal die Grabsteine hier an. Wow. Ist das Englisch? Nee. Theodulfa. Geboren mit Selbach oder im Selbach 1898 bis 1924. Schwester Maria Rayana, geboren Gemolten 1890. Also das hier sind die Gräber der Zelitin, und es passt aber zeitlich nicht ganz ins Bild. Ja gut, klar, wenn die eher geboren wurden, die müssen ja noch hier sterben, dann passt es wieder zeitlich. Und wenn wir hier hochgehen, sind ja richtig alte Gräber. Dachte ich zumindest, der hinten sieht gut aus. Schwester M. Salmoppa, Katzwinkel, 1901 bis 1906, das ist ziemlich aktuell. Schwester Willi Balder, Schröder, 1894 bis 1946, das ist die 1 abgefallen bestimmt. Also gut, entweder anscheinend die hier geboren und oder die gestorben sind, sind anscheinend mehr oder weniger beide hier begraben. Also das sind hier alles Schwesterngräber. Rein theoretisch sollten wir hier nichts finden. Also ich laufe jetzt mal rum und schaue mal, ob wir hier irgendwas finden bei den Gräbern. Ich mache einfach mal einen Querschwenk. Ist jetzt nicht direkt zu erwarten, aber wir versuchen es trotzdem mal. Huch, die Erde hier ist ganz schön locker. Nicht, dass ich gleich hier mit wegsinke. Ja, wie ihr seht, also hier sind einige Schwesterngräber. Wer Lust hat, kann ja mal mitzählen. So. Aber an sich ist hier erstmal natürlich Ruhe. So, ich mache mal kurz einen Schwenk. Ups. Ab durch die Botanik. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir noch mal hier, wo ich gerade war. Aber es ist alles ruhig. Soll ja auch nicht respektlos hier sein. Manche davon sind ganz schön alt geworden auch, muss man sagen. Wahrscheinlich haben die ein gutes Leben, also ein gesundes Leben geführt. Oh, da geht es noch eine Reihe höher, sehe ich gerade. Ja, okay. Lauf schon noch eine Reihe höher.
Interessant finde ich auch, dass überall Schwestern steht. Ich weiß noch nicht, wofür das M manchmal steht. Schwester M, Schwester M, Schwester M. Wer das weiß, auch hier gerne mal einen Kommentar. Aber an sich, ihr seht, das K2, das zuckt kein Millimeter, beziehungsweise kein Frame blinkt es. Oh. Also hier ist ruhig. Wir sind jetzt am Ende unserer Untersuchung angekommen. Wir haben nur die Klosterruine quasi gemacht. Erstmal nichts gefunden. Wir haben jetzt quasi die Kirche hier im Hintergrund auch gefunden, die wirklich so 1,5 bis 2 Kilometer entfernt ist. Aber da ist gerade eine Gruppe drin, die da ein bisschen feiert. Wir wissen jetzt nicht genau warum. Also wir glauben nicht, dass das offiziell offenes Gebäude ist. Wir werden mal schauen, ob wir allerdings nachts da reinkommen. Dann das nächste Mal, ob das begehbar ist. Und werden dann versuchen, da quasi auch das mit in der Untersuchung mit einzufangen. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und jetzt folgt natürlich gleich die Nachbesprechung mit Auswertung der Ergebnisse. Hallo und herzlich willkommen zur Nachbesprechung unserer ersten Untersuchung bei der Ruine des Klosters Heisterbach. Es war eine Taguntersuchung, von daher war auch nicht viel zu erwarten. Wir mussten natürlich auch ein bisschen schauen, dass wir auf die Besucher Rücksicht nehmen. Und jetzt in der Nachbereitung, wir haben nichts gefunden, kein EMF-Feld, was ja eigentlich so die einfachste Art der Energiequelle ist, die zu dokumentieren ist, aber auch sonst nichts Besonderes, was jetzt aber nicht überraschend war, weil wie gesagt, es war auch halt viel Publikumsverkehr. Gerne werden wir versuchen, auch nochmal nachts herzukommen, das ist geplant, allerdings ist noch nicht so ganz klar, ob die Ruine auch nachts zugänglich ist und ob wir da arbeiten können, ohne Leute zu stören. Und mittlerweile hat sich herauskristallisiert, dass wir quasi drei Mönche haben oder ein Mönch, der sich auf drei Bereiche beschränkt. Dieses eine Tor in der Mauer, von dem uns der nette Mann erzählt hat, beziehungsweise was dann auch auf den Infotafeln stand. Und dann halt einmal derjenige Mönch, der beten soll, sowohl bei Gewitter als auch einfach nachts, beziehungsweise Nummer 3, der beim Grabstein dann auftauchen soll. Mal schauen, ob wir das dann später dokumentieren können. Jetzt ist der Power-Score 0, denn es ist nichts gewesen. Ja, ansonsten blieb mir noch zu sagen, wir hatten sehr viel Spaß dort. Es ist eine sehr schöne Gegend, war fast wie Urlaub, auch wenn die Anfahrt und Rückfahrt auch ein bisschen lang war. Und gerne würden wir uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lasst, einen netten Kommentar, vielleicht auch einen kritischen Kommentar oder wenn ihr was zu der Ruine wisst, was wir vielleicht nicht wissen. Wäre total toll. Wir haben ja auch euch gezeigt, es gibt diesen einen Zugang, der nach unten führt, von dem vermutet wird, dass er in die Katakomben geht. Nach sehr vielen langen Telefonaten haben wir dann den Eigentümer quasi ermittelt und der hat gesagt, das ist alles kartiert. Er hat kein Interesse grob daran, dass wir da nochmal runtergehen wollen. Und gut, muss man akzeptieren natürlich, was wir deswegen auch nicht machen können, obwohl das bestimmt auch spannend wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ist halt so, wie es ist. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ja, tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.